Liebe Freunde, liebe Interessierte, die Adventszeit ist für die meisten Menschen mit dem Einkaufen und Besorgen der Weihnachtsgeschenke verbunden. Geschenkt wird meistens nach ganz bestimmten Kriterien. Über was freut sich der andere? Was braucht er? Und natürlich der Aspekt, was bin ich bereit dafür auszugeben? Was ist mir das wert? Dem Vater ein Sackmesser, der Mutter ein Handtäschchen, einem grosse warme Socken und der Tante eine Schachtel Praline. Dann wird alles schön verpackt und beim Übergeben vom Geschenk gespannt darauf gewartet, ob sich der andere auch freut. Ich habe gelesen, dass das teuerste Weihnachtsgeschenk, das je gemacht wurde, der Aristoteles Onassis, der bekannte Opernsänger Maria Callas, gemacht hat. Ein Prunkstück von einem Goldbarren, verziert mit Diamanten im Wert von über 500'000 Franken. Und verpackt nicht etwa in Geschenkpapier, nein, sondern in einem Nerzmantel. Das war Frau Callas ein Onassis wert. Ganz schön verrückt, nicht wahr? Aber an Weihnachten geht es um etwas viel Wichtigeres. Das allernötigste und das allerwertvollste Geschenk. Gott hat uns Menschen, dich und mich, mit einem unfassbaren Geschenk beschenkt. Er hat gewusst, was wir so dringend benötigen, nämlich Vergebung und den Zugang zu der ewigen Herrlichkeit. In der Bibel wird das deutlich gemacht. In Römer 3, Vers 23 steht, alle Menschen sind schuldig geworden und haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Aber Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von der Schuld befreit. Es ist sein Geschenk an uns. Er hat den höchsten Preis gezahlt, wo je für ein Geschenk gezahlt wurde und hat uns, wir sind Adressaten, du und ich, seine unglaubliche Liebe bewiesen. In Johannes 3, Vers 16 steht, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Anhand vom Weihnachtsgeschehen, wo Jesus vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen ist, erkennen wir, wie wertvoll wir Gott sind. Es ist ja so, wenn wir etwas kaufen, irgendeine Sache kaufen, dann zahlen wir das, was uns wert ist. Zum Beispiel für eine Skitageskarte 65 Franken oder für ein Parfüm vielleicht 80 Franken. Aber dann gibt es noch den Liebhaberpreis, wo jemand für etwas zahlt, obwohl der Warenwert längstens nicht so viel wert. Zum Beispiel für ein Trikot von einem bekannten Fußbauer vielleicht für 300 Franken. Oder für ein Gemälde von einem namhaften Künstler für mehrere Hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen von Franken. Weil du und ich Gott wert sind, zahlt er den unglaublichsten Liebhaberpreis mit seinem eigenen Leben. In 2. Korinther 8, Vers 9 steht, ihr wisst ja, woran sich die unverdiente Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das heisst, Gott ist bereit gewesen, alles gegen dich und mich einzutauschen. Gottes Sohn kommt auf die Erde, er wird geboren in einem Stall und stirbt, verachtet an einem Kreuz. Was für eine Dusche. Gott kommt auf die Welt, damit wir in den Himmel kommen können. Gott gibt sie ganz Reichtum, damit wir reich werden können. Jesus nimmt unsere Schuld auf sich, damit wir unschuldig vor Gott werden. Gottes Sohn gibt sein Leben, damit wir ewiges Leben bekommen. Das ist das Geschenk Gottes an dich und an mich. Es ist so, wenn wir ein Geschenk angeboten bekommen, dann können wir ganz unterschiedlich mit diesem Geschenk umgehen. Wir können das annehmen, auftun und uns freuen an dem, was uns geschenkt ist worden. Wir können das Geschenk aber auch achtlos zur Seite stellen, interessenlos zur Seite stellen, irgendwo abstellen. Oder wir können es sogar ablehnen, weil uns der Überbringer oder die Verpackung nicht passt. Es gibt viele Menschen, die gehen mit dem Geschenk von Jesus Christus genauso um. Viele lassen das irgendwo achtlos liegen. Es bedeutet ihnen gar nichts. Viele lehnen es sogar ab, weil ihnen der Überbringer, Jesus Christus, absolut nicht zusagt, dass er in einem Stall geboren werden soll und an einem Kreuz sterben, um uns zu erlösen. Das passt vielen nicht.
Und damit bleibt das Geschenk bedeutungslos, wirkungslos. Ich kann dir einfach jetzt, heute und jetzt, das Geschenk im Namen von Gott anbieten. Aber annehmen und wie du mit diesem Inhalt umgehst, das ist deine ganz persönliche Entscheidung. Ich kann es dir nur anbieten. In Johannes 1, Vers 11 und 12 steht, er kam, Jesus Christus, in die Welt, die ihm gehört, aber sein eigenes Volk, damit ist Israel gemeint, nahm ihn nicht auf. Das ist das traurige Fazit von dem Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren. Und dann geht aber der Text zum Glück weiter. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Hier ist die Rede von dem Geschenkangebot Gottes, wo bis an Weihnachten 2020 gilt. Die Frage ist, wie gehst du mit dem Geschenk um? Wie ist deine Reaktion auf das Angebot, das Gott dir macht in Jesus Christus? Das ist deine Entscheidung. Wenn du Fragen dazu hast, mehr möchtest erfahren oder einfach das Gespräch wünschst, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Du kannst mir anrufen oder schreiben. Meine Telefonnummer lautet 079 520 93 33. Wenn du mehr über die wunderbare, frohe Botschaft möchtest hören, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu unseren Gottesdiensten in der Freien Evangelischen Gemeinde. Ich wünsche dir frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Auf Wiederhören.